Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy, wir bringen euch Crysis 3 Beta Gameplay. Wir haben ja schon ein gemeinsames Video gemacht, den Check-Up, wo wir das Spiel einfach mal unter die Lupe genommen haben, die Beta, unsere Meinung dazu, alle aus dem Team in einem Video, seht ihr oben verlinkt. So, heute gucken wir aber mal auf mein Gameplay. Ich habe hier ein wenig gezockt mit einer Klasse, die ich vorher noch nicht hatte. Hahaha. Und wollte am Anfang gleich mal hier mit diesem hübschen Launcher, was das ist. Ich nehme an, das ist ein Launcher. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe Crysis noch nie gespielt. Ich habe mal die Crysis 2 Beta für, weiß nicht, 2 Minuten angezockt damals. Bam! Nicht getroffen, ne? Ah! Aber immerhin ist er tot, ja. Aber ich habe es dann ziemlich schnell verworfen und deswegen habe ich mich jetzt mal versucht hier mit der Crysis 3 Beta. Sieht, wie ich finde, sehr hübsch aus. Ja, es ist sehr schnell alles. Sehr, ja, außerirdisch, wenn man mal so möchte. Ich habe deswegen auch noch nicht wirklich einen Plan, was hier abgeht. Bin halt ein bisschen wirrwarr rumgelaufen. Und wenn ihr mich no-scopen seht, dann, weil ich es eigentlich gewohnt bin, einmal klick und dann bleibt das Scope. Und hier musste ich, ist grundmäßig eingestellt, glaube ich, dass man die Maus gedrückt halten muss. Habe ich nicht geändert im Spiel, aber egal. Man kann sich ja auch ein bisschen dran gewöhnen. So, rumspringen ist ganz toll in diesem Spiel. Das Schild muss man sich auch anscheinend aktivieren ab und zu. Habe ich irgendwann auch gerafft. Guck dir mal an, womit der hier rumläuft, Alter. Heilige Scheiße. Ja. Wenn irgendjemand weiß, wie man diese Killcam übrigens unterbrechen kann, sagt es mir bitte in den Kommentaren, weil ich habe das nicht gefunden. Bäm! So, jetzt habe ich anscheinend dieses Schild an. Nehme ich jetzt mal an. Und da hört man auch ein bisschen weniger. Und jetzt werde ich von hinten gerappt, oder? Yes, Sir! Herzlichen Glückwunsch dafür. Ist so ein bisschen eine Mischung aus, wie ich finde jetzt, Halo und COD. Ja, schon. Also Halo halt, was das ganze Ambiente angeht. Oh, hier, guck mal, Riesen. Apropos Halo, ja. Riesen. Außerirdische Waffe. So, da machen wir mal gleich einen Braten mit. Keine Ahnung, was damit passiert. Da ist einer. Ja, das war klar. Aber nochmal. Bäm! Fick dich doch! Double Kill! Mensch, hallo! Auch nicht schlecht, oder? Ganz noobig bin ich ja nicht. Ich werde dieses Gameplay übrigens positiv beenden. Das weiß ich, kann ich jetzt schon verraten. Ich will ja nicht zu viel spoilern und so weiter. Ich habe versucht halt so ein bisschen alles Mögliche so zu zeigen. Ich werde dann auch hier so ein Schild mir nehmen, wenn man hier diese Basis verteidigt und hau da auch ein paar Leute vor den Kopf mit. Das macht ganz viel Spaß. Man kann hier nämlich hier sämtliche Objekte auch gegen Gegner schießen, also diese Schilder sowieso. Und dann irgendwelche Autos auch, was ich ja nicht ausprobiert habe. Und auch diesen Pfeiler, ne? Diese Pfeiler, die ich jetzt nicht gesehen habe in meinen Runden. Weil das alles so heftig schnell geht alles. Kann man nehmen und einfach mal Leute mit wegbratzen. Das macht doch Spaß. Ja, ein bisschen Gears auch mit dabei, ne? Außer jetzt, dass es natürlich First Person ist. Aber ich denke mal, der Boss, der hätte auch Spaß an Crysis. Ja, da müsste man mal nachfragen. Gibt's ja, glaube ich, auch für die Xbox, ne? So, kleiner Ruckler hier. Oh, was ist das? Hilfe! Ach du Scheiße, ja. Glück gehabt, ja. Was ist das denn jetzt hier? Kann man eine Kranke oder was? Unglaublich. So. Ah, leichte Orientierungsschwierigkeiten. Aufnahme hat ein bisschen geleckt ab und zu. Ich musste wechseln auf eine andere Festplatte, sonst hätte ich nämlich gar nicht aufnehmen können. Fraps läuft jetzt auf meiner zweiten Position und die mag mich nicht jeden Tag. Ja. Ja, da holt man sich schon eine zweite interne und dann fickt die einen auch. Unglaublich. Ah, nee, da gehen wir nicht nochmal hin. Weg! Bam! So, das meinte ich mit No-Scopen hier. Aber den kriege ich denn doch noch. Nach gefühlten 3 Magazinen habe ich ihn. Aber ich konnte seine hübsche Waffe nicht aufnehmen. Tja, was soll's. Das wäre nochmal eine Waffe für mich, oder? Hier, was die Feuerrate angeht. So ein bisschen PDW-mäßig. Hübsche Geschichte. Ansonsten, wir haben es ja ein bisschen behandelt im Check-Up-Video, was wir dazu sagen. Ich persönlich spiele hier gerade auf High. Das ging dann doch ganz gut. Die 680 hilft mir ja dann doch ein bisschen jetzt hier mit der zweiten Position Fraps. So, dieser, da wollte ich so ein Sprungding hinkriegen, aber hier habe ich nicht geschafft. Dass ich hier auch in High spielen kann und mit ziemlich guter Framerate eigentlich aufnehmen kann. Aber wenn hier die Framerate nicht stimmt, Leute, dann wollt ihr dieses Spiel nicht spielen. Das ist echt, das muss schon passen, sonst ist natürlich scheiße. So. Wo ist der Gegner? Da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wo ist jetzt der Gegner? Unten die Map. Muss man sich ein bisschen drauf gewöhnen.
Oder dran gewöhnen, da auch mal raufzugucken. Er ist recht im Hunter-Modus. Den haben wir auch gezockt. Fand ihn jetzt aber jetzt nicht so toll. Also ich mag ja generell nicht so Leute, die unsichtbar sind. Ja, da gibt es ja ganze Spiele, die dagegen ankämpfen, gegen Leute, die unsichtbar sind. Und hier wird es einfach integriert. Unglaublich. Unglaublich. Bäh! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ja, was seid ihr eigentlich von Crysis? Also freut ihr euch da extrem drauf? Habt ihr schon vorbestellt? Habt ihr die ganzen anderen Teile gehabt? Man sagt ja quasi hinter vorgehaltener Hand, das ist ja nur Crysis 2 mit zwei neuen Maps hier. Lohnt sich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich werde es mir erstmal, glaube ich, nicht holen. Oh, hier, guck mal. Da, zack, Schild davor. Hallo. Du kannst mich nicht treffen. Du kannst mich nicht treffen. Nein, du kannst mich... Na, wo bist du? Na, wo bist du denn? Hallo. Ah, da bist du. Und bäm, in die Fresse. Das macht doch Spaß. Ja. Oh, guck mal, ich hab ein Schild. So, und die Sau ist mir auch hier halb unsichtbar. Perverse Scheiße. War der das? Oder kommt der jetzt erst noch? So, jetzt wollte ich irgendwie wieder ein Schild nehmen, aber irgendwie ging das nicht. Und natürlich hat auch im richtigen Moment wieder der Rechner geleckt. Das macht doch Spaß. Da kommt Freude auf. Da ist er. Mr. fucking unsichtbar, Alter. Du kannst mir ja auch die Füße lenken. Und guck mal hier. Er drückt kaum ab und ich bin tot. Da, und das war's schon. Ja. Auch noch ein Silencer drauf. Unglaublich. Hier sieht man so mal ein bisschen die Grafik, ne? Flora und Fauna ist ja ganz hübsch eigentlich. Das ist ja so gehypt bei diesem Spiel, dass die Engine, ja, das habe ich, ah, die Holic Engine, ah, die Cry Engine. Ja, Herrgott, ist ja ganz hübsch und so. Oh! Headshot. So, jetzt gucken wir mal hier ganz kurz. Wo habe ich denn das? Wo kann ich denn das? Wo ist denn das jetzt hier? Ja, pff, Maus. Ja, nee. Ach, scheiß drauf. Da wollte ich das einstellen, dass man nur einmal klicken muss und dann hat man gezoomt, wie halt im Battlefield. Wollen wir uns mal mit beschäftigen hier. Aber ist ja eine Beta. Spray! Yeah! Ich hab dich getötet. Also man muss jetzt zu diesen Punkten, da muss man die verteidigen. Dafür hat man auch die Schilder und dann kriegt man irgendwas. Ich hab voll die Ahnung von dem Spiel. Ja. So, lange haben wir nicht mehr. Hier ist ein bisschen widerlich. Guck dir das mal an. Schimmel. Da könnte man mal ein bisschen Sakrotan reinspulen, ohne Scheiß. Wir werden nicht gesponsert. Das Springen ist so ein bisschen Halo, ne? Wollte ich mal ausnutzen. Ja, ich kann springen. Wahnsinn. Ist ja wie bei Bad Company 2 auf der Xbox. Ne, auf dem PC, da ist es so ein bisschen. So, Schild-Action. Da, schon Kratzer drin. Ah, hat er nicht angehalten. Bäm, in die Fresse. Oh, das macht doch Spaß. Und da hat mich... Hast du es gesehen? Der ist unsichtbar von hinten und hat mich irgendwie gemessert oder was auch immer er gemacht hat. Perverse Sache. So, das Gameplay geht langsam zu Ende. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, eine positive KD. Zwei Zahlen, die sich sehr, sehr ähneln. Ist ganz gut geworden. Hat Spaß gemacht. Ich muss ja sagen, es hat Spaß gemacht. Also, das hat auf jeden Fall... Ich weiß halt nur nicht, wie lange das Spaß machen würde. Es läuft sehr flüssig, da kann man nichts gegen sagen. Alles andere sagen wir in unserem Checkup. Wie gesagt, das könnt ihr oben nochmal raufklicken, da kommt ihr zum Video. Alle Supersucht, die ist fast mit dabei. Der Boss hier hatte kein Internet, deswegen ist er nämlich nicht mit dabei. Und außerdem gelangt ihr durch das Video auch auf unsere einzelnen Gameplays. Also wenn ihr sehen möchtet, wie der Aquila, Tiny Chris, Mr. Deutscher oder der Zirngiebel gezockt haben, dann findet ihr die Links auch dort. Oder bald in eurer Abo-Box. Also abonnieren nicht vergessen, liken sowieso und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Beta haltet, wenn ihr sie denn spielt. Ist eine offene Beta, holt euch geflexten Key. Ja, 9:6, passt.